Bürger von Dresden. Wir sind hier unterwegs, um auf ein Ereignis aufmerksam zu machen, was hier in Dresden heute stattfindet, beziehungsweise hier dieses Wochenende hier stattfindet, und zwar im Taschenbergpalais. Treffen sich Abgesandte der Eliten dieser Welt aus Politik, Wirtschaft, aus den Bankensektoren, und diese Abgeordneten bzw. diese Gesandten der Eliten entscheiden dort völlig undemokratisch über den Kurs, den die Menschheit kommende Jahr geht. Hier wird entschieden, wer bei einem Machtwechsel an die Macht kommt. Hier wird entschieden, was die Banken zu tun haben. Hier wird entschieden auch über Krieg und Frieden. Und wir sind der Meinung, dass das so nicht weitergehen kann. Seit über 50 Jahren treffen sich diese Bilderberger jährlich an verschiedenen Orten. Und das ging jahrzehntelang ziemlich geheim vonstatten, sodass kaum einer was mitbekommen hat. Immer mehr wird dies aber publik und die Eliten können sich nun nicht mehr verstecken. Es ist mittlerweile schon bekannt, dass hier in Dresden heute dieses Ereignis stattfindet. Es sind schon einige angereist aus aller Welt, um darauf aufmerksam zu machen. Aber leider ist der Großteil der Bevölkerung darüber nicht informiert, was da stattfindet. Der Großteil der Bevölkerung geht nämlich leider noch davon aus, dass wir in einem demokratischen System leben. Aber das tun wir nicht. Tatsächlich ist es so, dass solche Informationen vor uns verborgen werden, beziehungsweise verzerrt dargestellt werden, aus dem Zusammenhang gerissen werden und sie nie das gesamte Bild zu sehen bekommen. Dies ermöglicht es diesen Machteliten, zu schalten und zu walten, wie sie nur wollen. Und sie haben, wie gesagt, das Gefühl, dass sie in einer Demokratie leben, weil sie alle 4 Jahre ihre Stimme in eine Urne werfen und sie für die nächsten 4 Jahre begraben. Und dann hoffen sie, und das schon seit Generationen, hoffen sie, dass diese Politiker ihre Interessen wahrnehmen. Merken Sie da eigentlich schon, wie widersinnig das ist? Denn seit Generationen erleben wir es eher, dass diese Politiker, die wir gewählt haben, die von unseren Steuergeldern leben, eben nicht für das Wohl des Volkes entscheiden, sondern zum Beispiel zum Wohle der Banken oder der Rüstungsindustrie entscheiden. Hier wird eine Agenda durchgezogen, eine Agenda der Globalisierung. Hier werden schöne Worte verwendet, die Globalisierung. Prinzipiell wird ein vernünftiger Mensch ja nichts dagegen haben, dass die Grenzen langsam wegfallen, dass die Menschheit zusammenwächst. Schließlich werden die Wege zwischen den Völkern auch immer kürzer. Das ist alles im Prinzip gar nicht schlecht. Wenn die Menschen darüber demokratisch entscheiden könnten, und das ist eben leider nicht der Fall. Und damit wird diese Agenda der Globalisierung eben zur globalen Gefahr, eine Gefahr für die gesamte Menschheit, ja für die gesamte Schöpfung. Denn wenn wir schauen, was solche großen Unternehmen wie Monsanto zum Beispiel anrichten, dass das Erbgut unseres, also dass das Erbmaterial unseres Saatgutes verhunzt wird, denaturalisiert wird, dass hier in die Schöpfung eingegriffen wird, dass hier Chemikalien ungeprüft auf den Markt kommen und uns langsam vergiften, uns unfruchtbar machen, dass hier über 90% der Medikamente von der Pharmaindustrie auf den Markt geworfen werden, die den Menschen vorwiegend schaden, als dass sie heilen, die Symptome behandeln, aber eben nicht heilen, sondern dass hier im Prinzip nur das durchgesetzt wird, was den meisten Gewinn bringt, aber nicht den meisten Nutzen für die Menschheit, sondern nur Nutzen für diese kleinen Eliten, dann kann man hier nicht mehr von einer Demokratie sprechen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es die Pflicht eines jeden Bürgers, laut Artikel 20 Absatz 4 unseres Grundgesetzes, welches unsere Politiker ebenfalls tagtäglich brechen, weil es ihnen nichts bedeutet. Widerstand ist da das Wichtigste, was wir jetzt leisten müssen. Sichtbaren Protest. Die Bürgerinnen und Bürger eines jeden demokratischen Landes müssen bei einer solchen Entwicklung, bei einer solchen faschistoiden Entwicklung auf die Straße gehen. Warum faschistoid? Weil eben sie von der Presse nicht richtig informiert werden, sondern nur genau das zu hören bekommen, was sie hören sollen. Das, was den Eliten dient. Und das, was ihnen schadet, wird vermieden,
beziehungsweise wird, wenn überhaupt, aus dem Zusammenhang herausgerissen, irgendwann zu einer Zeit gesendet, wo die Mehrheit nicht hinschaut. Auf Sendern, die die Mehrheit nicht schaut. Das heißt, hier werden Sie ganz bewusst in Unkenntnis gelassen. Aber die Globalisierung hat eben auch noch einen Vorteil. Man ist vernetzt weltweit und so hört man den Spott anderer Völker über die Deutschen. Wie dumm und politisch ungebildet die Deutschen mittlerweile geworden sind. Und ja, das ist traurige Wahrheit. Und das liegt daran, dass wir auch desinteressiert sind an Politik. Woran liegt das? Glauben wir tatsächlich, dass alles in guten Händen ist? Das kann ja wohl nicht sein. Wir können ja nicht wirklich davon ausgehen, dass diese Machtpolitiker, die uns vorstehen, in unserem Sinne handeln. Wir erleben es in der Praxis doch genau andersrum, dass eben diese Politik offenbar nicht im Sinne der Bürger betrieben wird, sondern im Sinne eben dieser Machteliten. Dass hier Banken mit Milliarden von Steuergeldern gerettet werden, aber dieses Fehlen dieser Bank niemandem wehtun würde von Ihnen. Aber diese Milliarden fehlen bei uns in der Bildung, die fehlen in der Altersvorsorge, die fehlen in der Gesundheitsfürsorge. Überall da, wo man das Volk bzw. auch die neuen Generationen ja vorbereitet auf das Leben, wo man aber auch die Alten würdig einen würdigen Lebensabend beschert, wo man eben die Armen nicht einfach vergisst oder abspeist mit Hartz IV, sodass sie vor sich hin vegetieren müssen unter unwürdigen Verhältnissen. Diese Milliarden, die zur Rettung dieser Banken verwendet wurden, wären sie in der Kasse des Volkes und würden die im Sinne des Volkes verwendet werden und zum Beispiel nicht in die Rüstungsindustrie abwandern, nicht, wie gesagt, zur Rettung von Banken verwendet werden, dann würde es uns hier in Deutschland sehr viel besser gehen. Aber wir haben Politiker, die genau etwas anderes vorhaben. So sagte Joschka Fischer zum Beispiel, dass das deutsche Volk nun mal leider sehr fleißig ist, sehr umtriebig ist und sehr viel Geld generiert. Und das im Vergleich zu der Wirtschaft anderer Länder sehr schädlich ist für die anderen Länder. Also muss das Geld aus Deutschland herausgepumpt werden. In andere Länder fließen, in andere Kassen fließen, überall hin. Ganz egal wohin, es muss verschwendet werden, gnadenlos. Hauptsache die Deutschen haben dieses Geld nicht. Und schon ist die Welt gerettet. Das klingt faschistoid, das klingt pervers, das klingt nach Volksverrat. Genau so reden grüne Politiker. Da haben wir Politiker, die sagen, ja, ich gebe offen zu, ich bin eine Volksverräterin und ich fördere den Volkstod. So etwas dürfen deutsche Abgeordnete sagen, in der Öffentlichkeit. Das ist Aufruf zum Völkermord. Und unsere Politiker dürfen das sagen. Sie werden dann sogar noch beklatscht. Weil alles, was antideutsch ist, ist gut. Das kann aber doch nicht sein. Sollten die denn, wenn sie von unseren Steuergeldern bezahlt werden, dann nicht auch in unserem Sinne agieren? Wenn nicht, warum schmeißen wir sie dann nicht einfach raus? Wie es jeder Chef machen würde, wenn er einen Angestellten hat, der gegen dieses Unternehmen arbeitet. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Denn hätten wir eine Demokratie, dann wäre Deutschland nicht aufgebaut wie eine Firma. Dann hätten wir keine Geschäftsführer in ihren Geschäftsbereichen. Und dann hätte auch ein Sigmar Gabriel nicht gesagt, wir haben gar keine Bundeskanzlerin, sondern die Frau Merkel ist Vorsitzende einer Nichtregierungsorganisation. Das ist es, was wir haben. Zitat Ende. Und so könnte ich noch viele Zitate bringen, die offenlegen, wes Geisteskind tatsächlich unsere Politiker sind. Und Teile dieser Politiker, nicht nur deutsche Politiker, sondern eben auch europäische Politiker, europäische Verteidigungsminister zum Beispiel, europäische Militärs, diese treffen sich momentan im Taschenbergpalais hier in Dresden. Und da müsste eigentlich in der Stadt von Pegida, wo der Protest gegen das Volk gerichtete Politik jede Woche betrieben wird, mit Tausenden von Teilnehmern, frage ich mich, wo sind die Tausenden von Teilnehmern? Haben sie denn nicht erkannt, was zu tun ist? Oder haben sie sich verzettelt in den Symptomen dieser
Politik, die betrieben wird. Denn nicht die vielen sogenannten Flüchtlinge, die hier sind, sind das Problem. Sie sind im Prinzip Teil der Symptome, der Verursacher und der Ursachen des Problems. Denn wenn wir nur ordentlich beschäftigt sind, erkennen wir nicht, was in Wirklichkeit unser Problem ist. Wir erkennen dann nicht, was in Wirklichkeit zu tun ist. Aber wir sind schon beschäftigt, gegeneinander aufzutreten und gegeneinander aufzureiben. Und das war schon immer so und das wird auch weiterhin so gehen, denn diese Methode hat sich bewährt. Wir erleben also, dass wir uns aufspalten lassen in verschiedenen Religionen, verschiedenen politischen Richtungen. Und genau da haben wir offenbar noch nicht erkannt, was zu tun ist. Was zu tun ist, ja, genau solche Unterschiede auf der Seite lassen. Diese Unterschiede müssen wir nicht aufgeben, wenn wir denn tatsächlich eine Parteizugehörigkeit benötigen, wenn wir tatsächlich einer Religion angehören und auch diese Religion leben, dann hat das doch, wenn man näher drüber nachdenkt, mit dem tatsächlichen Problem nichts zu tun. Und deswegen ist es doch eigentlich verwunderlich, dass wir uns so leicht ködern lassen, uns gegeneinander so leicht aufhetzen lassen. Aber auch Napoleon hat das schon einmal gesagt. Es gibt kein Volk, das so naiv ist wie die Deutschen, welches man mit einer billigen, noch so billigen Parole gegeneinander aufhetzen kann, sogar dazu bringen kann, gegen seinen eigenen Landsmann vorzugehen, mit größter Erbitterung. Und dazu zu bringen, den Feind dieses Volkes sogar noch zu unterstützen. Das habe ich jetzt frei wiedergegeben. Aber seht ihr, wie lange das schon so geht? Wie lange die Deutschen genau schon an diesem Problem scheitern? Wir könnten schon viel weiter sein, wenn wir mehr Respekt und mehr Toleranz zueinander üben würden, was unsere Religion betrifft, was unsere politischen Ansichten betrifft. Und dann muss ich wieder eine Kommunistin bemühen. Und zwar Rosa Luxemburg, die mal sagte, dass die Freiheit immer die Freiheit des Andersdenkenden ist. Aber was haben wir denn hier in Deutschland? Jeder Andersdenkende wird doch sofort mit der Nazi-Keule totgeschlagen. Und dieses System, diese Systemmedien lassen sich nicht einmal entblöden, sogar Sarah Wagenknecht in diese Richtung zu schieben, nur weil sie sich gegen dieses System ausspricht. Und da kann es schon mal passieren, dass sie von einem Parteimitglied eine Torte ins Gesicht bekommt. Sehen Sie, selbst die Parteien sind sich schon uneins untereinander. Wird es da eben nicht Zeit, dass wir erkennen, dass Parteien uns hindern, dass Parteien uns ein Programm aufbinden, dem wir entweder komplett zustimmen müssen oder eben diese Partei auf der Seite liegen lassen müssen und uns dann, Gott bewahre, einer anderen Partei zuwenden. Das kann es nicht sein. Deswegen sollten wir die Parteien an und für sich oder das System der Parteien an und für sich ein für alle Mal in der Geschichte begraben. Es war gut, solange es währte. Und jetzt, bitteschön, sollten wir als Bürger endlich unsere demokratische Pflicht wahrnehmen und selbst den Kurs unseres Landes bestimmen. Und dann kommt auch eine Politik dabei raus, bei der die Mehrheit des Volkes auch dabei ist und auch mitmacht, weil sie diese Politik dann auch vertritt. Stattdessen haben wir ein System, was es begünstigt, dass wir unsere Verantwortung zur Mitgestaltung unseres Landes nur allzu gerne abgeben. Denn wir glauben, dass wir, wenn wir ein Kreuzchen machen, dann unsere Pflicht getan haben, lehnen uns zurück und huldigen zum Beispiel, wie jetzt aktuell, König Fußball oder irgendeinem anderen Ereignis, was gerade stattfindet, oder dass wir uns materiellen Dingen hingeben und uns in dem täglichen Einerlei verlieren. Und da sind wir schon beschäftigt genug. Tagtäglich werden durch die Medien sogenannte Säue durchs Dorf getrieben, um uns beschäftigt zu halten. Und dabei erkennen wir eben leider nicht, was tatsächlich hinter den Kulissen stattfindet. Und umso wichtiger sind freie Journalisten, die eben keinem Herren zu dienen haben, als eben zum Beispiel, wenn sie finanziert sind, das heißt von ihren Nutzern finanziert werden, dann sind sie, diese Journalisten,
frei zu berichten, was das Volk zu wissen hat, was das Volk wissen muss, um demokratische Entscheidungen zu treffen, um sich demokratisch überhaupt zu beteiligen. Denn eine Bevölkerung, die nicht informiert ist über die wahren Zusammenhänge, kann nur zu den falschen Schlussfolgerungen gelangen. Und tatsächlich ist es natürlich richtig, Menschen in Not zu helfen. Aber wenn man nicht das ganze Bild kennt, nicht das ganze Bild sieht, dann klingt es vielleicht erst einmal scheußlich, dass man hier von Wirtschaftsflüchtlingen redet. Aber in der Tat ist es tatsächlich so, dass dort die wenigsten wirkliche Flüchtlinge waren. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo wir nur ein verzerrtes, ein kleines Teil des Bildes bekommen und damit natürlich es leichter ist, uns vor einen Karren zu spannen, uns zu verinstrumentalisieren und uns gegeneinander aufzuhetzen. Ursachen und Verursacher müssen bekämpft werden. Und so auch in dieser Flüchtlingskrise hat es Ursachen und Verursacher. Und jetzt zu sagen, dass wir, da wir ja hier in der sogenannten ersten Welt von den Ressourcen der dritten Welt leben, dass wir hier mitverantwortlich sind an dem Leid und Elend in der dritten Welt, das ist zu kurz gegriffen. Nein, im Gegenteil. Wir sind jahrzehntelang hinters Licht geführt worden und nicht genügend informiert. Und deswegen tragen wir auch keine Schuld daran. Aber wir tragen eine Schuld daran, wenn wir von dem Ganzen nichts wissen wollen. Wenn wir uns von dem Wissen abwenden, wenn wir uns nicht informieren. Oder wenn wir schon wissen, wo Ursache und Verursache liegen, wenn wir weiterhin untätig bleiben, dann machen wir uns mitschuldig. Also müssen wir aktiv werden. Aktiv werden heißt, dass alle Gruppierungen in Deutschland, klein wie groß, sich zusammentun müssen unter dem gemeinsamen Nenner, der uns alle bedroht, nämlich die Ursachen und Verursacher all dieses Leids, dieses Elends, alle jene, die daran profitieren, dass es Leid und Elend, dass es Kriege gibt, alle, die im Prinzip reicher und reicher werden und denen es schon gar nicht mehr um Geld geht, sondern nur noch um Macht und Einfluss. Das sind die wahren, oder das ist die wahre Bedrohung. Und Abgesandte von denen treffen sich unter anderem heute, beziehungsweise dieses Wochenende, in der Bilderberger Gruppierung, beziehungsweise das Bilderberger Treffen im Taschenberg-Palais. Gegen die müssen wir Farbe bekennen. Wir müssen da aufstehen und sichtbar werden, dass wir nicht mehr mitspielen wollen. Vielen Dank.